Freunde, was geht ab? Florian ist spontan zu mir vorbeigekommen und wir haben ein Gespräch geführt, was jetzt kein... Ich sag mal, wir haben eigentlich ganz spontan miteinander gesprochen, haben die Kameras laufen lassen und laden es hoch. Deswegen guckt es euch mal an, ist einfach ein bisschen anders als jetzt die Podcasts oder so. Ich war da jetzt überhaupt nicht vorbereitet, sondern wir haben eigentlich über das geredet, was uns beide so ein bisschen juckt. Bevor das Video aber losgeht, a quick word from my sponsor. Wir haben hier AG1 oder AG1 für die englischen Freunde unter uns. Und zwar in Pulverform habt ihr über 75 Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, alles Mögliche drin. Und nehmt euch einfach nur mit diesem schönen Löffel einmal hier rein, habt ein schönes grünes Pulver. Das einmal in die Flasche mit Wasser reinziehen. Dann habt ihr einen großen Teil eures Tagesbedarfs von dem ein oder anderen Mineral und Vitamin gedeckt. Wieso nehme ich das Ganze? Ich finde diese Kombipräparate halt super entspannt, weil sonst hast du so, musst halt super viele verschiedene Sachen nehmen. Und das ist dann halt einfach entspannt und das ist auch ein einfaches Ritual, weil sonst vergisst du das. Dann hast du eine Sache, die du nachbestellen musst und so weiter und so fort. Dann hast du irgendwie 3 Monate die Gewohnheit, aber dann kriegst du es irgendwie wieder nicht auf die Kette. Das finde ich bei Athletic Greens einfach sehr entspannt und auch bequem. Und falls ihr jetzt bestellt, ihr habt auch 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt auch einfach mal ausprobieren und sehen, wie taugt euch das Ganze. Unten habt ihr ein Angebot. Falls ihr Bock habt, euch das zu ziehen, kriegt ihr noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 gratis on top und 5 Travel Packs. Bei dem Vitamin D3 kann ich unabhängig von allem einfach sagen, geht mal auch einfach, wenn ihr nicht beim Arzt wart, kein Vitamin D3 nimmt, geht einfach mal zum Arzt und lasst euch testen. Also einfach nur einen Bluttest machen. Ihr werdet sehen, 80-90% der Leute, also ich selber, der es nimmt regelmäßig, habe ich manchmal auch Phasen gehabt, wo ich es vergessen habe zu nehmen und man direkt einfach merkt, der Spiegel ist im Keller. Und also ich war selber überrascht. Deswegen macht das mal. Nur so als kleine Erinnerung an euch. Macht das mal und vielen Dank an Athletic Greens, dass sie dieses Video sponsern. Probiert's aus und die Leute, die Erfahrungen mit Athletic Greens gemacht haben, schreibt einfach unten in die Kommentare und dann könnt ihr euch daran orientieren. Und dann ist es nicht nur hier meine Meinung. Ich hatte ja, sage ich mal, häufiger 2 Sachen, die mich oder 3 Sachen, die mich auf die Fresse fallen lassen haben. Ich war sehr bequem mit Sachen, auf die ich keine Lust hatte. Finanzen und Wirtschaft waren so Sachen, das hat mich irgendwie tangiert, aber das war nie meine Leidenschaft. Ja, also wir hatten es ja früher, ich mag Biologie, Medizin, Naturwissenschaften viel mehr. Aber habe dann irgendwann gesehen, die Notwendigkeit, Zahlen zu verstehen. Also egal wie erfolgreich du bist am Schreibtisch, verlierst du die Kohle, wenn du nicht damit ordentlich haushaltest. Und das Zweite ist, was man dann denkt, ist, okay, ich möchte das nicht können, aber ich lagere dieses Vertrauen an jemand anders aus. Der hat diese Kompetenz und ich kann mich auf das konzentrieren, was ich gerne tun wollen würde. Und dann hast du irgendjemanden, und du drückst dich selber davor, diese Zusammenhänge zu verstehen. Ja, weil du sagst, und dann machst du das auch, wie soll ich sagen, du lässt so Scheinzusammenhänge und Scheinkomplexität entstehen, die gar nicht da ist. Gibt so ein lustiges Wort dafür, Dummheit zweiter Art. Man sieht so die Sachen ein bisschen zu kompliziert, als sie sind. Redet sich ein, dass man das nicht kann. Und das hat dazu dann geführt, dass ich, sag ich mal, also ich habe ja hier Gäste wie dich gehabt im Podcast, wo es dann um diese Themen ging, Finanzen und so und Wirtschaft und Co. Aber das war für mich jetzt nie etwas, wo ich gesagt habe, oh, da blühe ich jetzt auf. Also ich finde das interessant, aber ich habe da nicht die Erfahrung. Und deswegen finde ich das ganz, ganz spannend zu hören von dir. Ich bin jetzt, glaube ich, ist eine Zeit, in der ich zum Beispiel super verwirrt bin. Ich höre beispielsweise von der EZB die ganze Zeit oder von Politikern, von Medien und Co. war lange so das Narrativ, das ist alles nur vorübergehend. Dann, wenn du aber mal tiefer reinguckst, dir Podcasts anhörst von Leuten wie dir oder auch anderen Leuten, hört man, dass das nicht so vorübergehender Natur zu sein scheint. Und dann kommt so ein gewisser Vertrauensverlust, weil man sagt ja, ich vertraue jetzt zum Beispiel dem Arzt. Ich fange ja nicht an, jetzt dem das Medizinstudium hinterher zu lernen, damit ich ihm vertraue, sondern, ne? Und dann frage ich mich jetzt so ein bisschen, ist man verwirrt, man weiß nicht so ganz, okay, was ist es denn jetzt tatsächlich? Und da finde ich es dann ganz spannend auch von dir, weil du kannst das Narrativ sehr gut zu erklären. Was geht vor in den Leuten der Köpfe? Was ist gerade überhaupt passiert und was wird noch passieren? Damit man ich bin nicht 70 oder 80, sodass ich sage, ach, auch wenn die Welt den Bach runtergeht, ist mir das scheißegal. Auch wenn ich das nicht so schlimm sehe, aber ich mag das nicht, verwirrt zu sein und ich mag nicht das Gefühl zu haben, angelogen zu werden. Ich würde gern verstehen wollen, was vor sich geht. Erstmal, Tim, du wirst doch nicht nochmal bei Null anfangen, oder? Ungern. Also, und das ist ganz wichtig, finde ich. Also in deinem Umfeld sind ungefähr 1 Million, die dich kennen, also direkt. Follower, meistens auf YouTube, bei mir 500.000. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung. Die Verantwortung ist, dass wir einen hyperkonstruktiven Austausch haben.
und jeder Viewer was mitnehmen kann. Ja? Und wenn ich das mal, what's going on, fragst du. Ja? Ja. Es riecht nicht gut, oder? Irgendwas stimmt nicht in der Narrative. Ja? Und das darf man ruhig mal kurz in der Vergangenheit anfassen und in genau ins Zeitgeschehen lenken. Und mir ist es super wichtig, dass alle, die sich das anhören, auch ein paar Lösungen mitnehmen. Ja. Ich möchte nicht diesen Defätismus, die sind so mächtig, ich kann nichts machen, deswegen wähle ich nicht und ich versuche es erst gar nicht, ich bin intrinsisch faul. Ja, solche Schutzbehauptungen, dabei habe ich gar keine Sympathie für. In der Generation, in der ich groß geworden bin, das war Thatcher, die englische Premierministerin, und der amerikanische Präsident Reagan. Das war einfach fantastisch. Wir haben heute genau das Gegenteil. Damals waren die Zinsen richtig hoch. Die Inflation war schon 15% teilweise in den USA. Die Staaten hatten aber keine Schulden. Hm. Die Bevölkerung war sau jung. Dein Alter war das Durchschnittsalter in den USA. Heute ist es 40 Jahre. Bei uns haben wir einen Mittelwert von 48 Jahren fast. Wir sind hier eine vollkommen vergreiste Nation. Was sagt das über eine Gesellschaft aus? Dass unsere Gesellschaft, die seit 15 Jahren ein Produktivitätswachstum nur hat von 1,5%, die ist erstarrt. Die ist sklerotisiert. Sie möchte den Bestand halten. Wir haben nur noch Bestandhalter. Ich habe hier eine Frage. Ja, hau rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Führerschein machen will, dann muss ich 18 Jahre alt sein. Wenn ich jetzt Politiker bin und dann kann ich mit, also jetzt nichts mit Joe Biden, aber ist ein witziges Beispiel, ich kann mit 80 immer noch Politiker sein. Und ich habe ja ein ganz anderes Weltverständnis und Erfahrung kann ja was sehr Gutes sein. Aber ich frage mich da manchmal, wo ist der Zugang auch zu jungen Leuten? Also wo sind die repräsentiert? Weil wir leben gerade in einem Zeitalter, wo du hast Technologien beispielsweise, die ich jetzt vielleicht eher nutze, weil ich damit aufgewachsen bin, einfach als ein älterer Mensch. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Und wir haben einen viel größeren, sage ich mal, Informationsfluss tagtäglich. Und ich sag mal so, also wenn ich jetzt ein 80-jähriger Politiker bin und sage, ich bin stolz drauf, dass ich meine Einstellungen über 60 Jahre nicht verändert habe, dann kann er stolz drauf sein. Für mich ist das ein Armutszeugnis, weil das ist, als würde ich beispielsweise sagen, ja, ich habe immer noch Windows 95 auf meinem PC und bin stolz darauf. Und meine Frage hier ist, wie wichtig siehst du diesen Austausch zwischen jung und alt und dieser Fähigkeit einfach, umzudenken. Also sage ich mal, es gibt ja neue Fakten und auf Grundlage neuer Fakten, neuer Informationen ist es ja auch vollkommen in Ordnung, legitim auch seine Meinung zu verändern. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass dieser Turnover oder diese Rate an Meinungsveränderungen irgendwie gar nicht mehr stattfindet, sondern man versucht das immer unter den Teppich zu kehren und unter den Teppich zu kehren und unter den Teppich zu kehren. Und das macht es nur schlimmer. Also das ist ein hochverzinster Spaß. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich habe. Und würde mich interessieren, wie du das siehst. Die Dialoge, den es eigentlich nicht gibt, und Diskrepanz. Wer Wandel ist ja unser Lebensweg. Mhm. Ja, also wir sollten nie aufhören, uns zu entwickeln. Warum sollten wir aufhören? Es ist ein Gesetz dagegen. Also ich fühle mich gut, ich bin lebendig. Wir haben guten Dialog und wir hätten eigentlich den klassischen, ich glaube bis 26, bis 62, das ist so, die Zahlen sind umgedreht. Aber wenn wir nicht mehr reden können, können wir uns das auch sparen. Ja? Und die Zeiten, die wir erlebt hatten, das ist der nackte Materialismus gewesen, verbunden mit pseudoreligiösen Babyboomern, die eine Schuldenwelle kreiert haben, die ihr armen Schweine abstottern solltet. 2030 musst du und dein Buddy hier im Filmteam müsst irgend so einen senilen, ausgedienten finanzieren, ja, in der Rente. Das geht schon rein mathematisch nicht. Und ständig werden die Renten erhöht, dann denke ich gleich, wer zahlt die? Ja, ihr. Und dann kommt ihr nachher noch auf ein Rentenalter mit 75 oder 80 Jahren, ungefähr eurer Lebenserwartung entsprechend. Das ist ein ungesundes Deal. Die Statthalter der älteren Generation, aber es ist nicht nur altersbedingt. Es gibt ja auch diese in der Politik Erfüllungsgehilfen, die sind noch jünger, vielleicht auch 45, 55. Die plappern aber den älteren Herrschaften nach, weil die an der Macht sind. Schau dir die großen Unternehmungen an. In meinem Bereich Fidelity, Abigail Johnson, zigfache Milliardärin, BlackRock, ein guter Kollege von David Stockman hat das gegründet,
war Budget Director in den USA. Also in diesem Netzwerk bin ich ziemlich stark noch informativ verbunden. Und die wollen die Macht nicht abgeben. Die sind aber in der Mehrzahl. Von denen gibt es endlos viele. Und eigentlich wollen sie nicht zugeben, dass sie unvorstellbaren Müll gebaut haben. Ob das bei den Haushalt ist, bei den Defiziten, ja, die komplett nicht mehr heilbar sind, bei der Verschuldung, bei einem hundsmiserablen, nicht mehr angepassten Bildungswesen. Es gibt heute schon Lernmodule, dass man sein Abitur mit 13, 14 machen könnte. Die sind online, die sind geprüft, die sind getestet. Die verbinden die besten Lernelemente, sagen wir, aus Skandinavien, aus Südkorea, Japan und den USA. Und dass ihr kriegt eine ganz müde, faule Kost serviert. Und natürlich kann man das nicht, ich greife das analytisch, das ist mein Geschäft. Ja? Sonst hätten unsere Kunden nicht in dieser Krise gut verdient, anstatt auf ihr Portfolio zu schauen und sagen, 35-40% weniger. Ich hatte Krypto, ich hatte Tech, ich hatte den ARK Fund. Was ist hier passiert? Ihr seid vorgeführt worden. Ja? Und ihr kriegt keinen Bailout, wenn euer Depot sich halbiert hat, dann kommt nicht jemand angewackelt und sagt, ich kaufe euch eure Schrottanleihen und Dreck ab. Das nennt sich ein Rigged Game. Mit gezinkten Karten wird gespielt und das ist Desinformation. Oh, aber ihr habt auch eine Verantwortung, ja? Also das nenne ich immer mal so die Hohlschuld, ja? Ich muss euch nichts bringen, ist aber meine Aufgabe ist der Wissenstransfer. Mhm. So ein bisschen wie bei dir, aus einer anderen Perspektive und sehr ehrlich und authentisch. Und die Frage auch ehrlich, authentisch zu beantworten. Was machen wir zum Beispiel, das ist ja wirtschaftliche Harakiri, das ist wahrscheinlich gesellschaftliche Harakiri. Ich möchte keine Wertung abgeben. Aber warum sind wir im Krieg? Warum fahren wir eine schlecht exekutierte ökologische Philosophie, die wir uns in dieser Form nicht leisten können? Die ist einfach fehl und ineffizient allokiert. Also man kann auch anders Ziele erreichen. Ja? Mhm. Und ihr seid letztlich die Leidtragenden. Wo kriegt ihr in der Bildung über die Mainstream-Medien die Wahrheit getischt? Ganz selten. Woran denkst du, liegt das? Also auf dem Punkt vorher zum Beispiel, man erneuert das Bildungssystem nicht. Ist ja, ich meine, Bildung sieht man ja, wenn man so ein bisschen über einen längeren Horizont guckt, wie Wohlstand generiert wird, ist ja Bildung immer, sage ich mal, der erste Absolut. Dominostein. Ja, dauert halt, bis aus Bildung Technologie und Geld und Co. wird, aber so fängt es an. Fundament. Und da frage ich mich, liegt das vielleicht daran, dass Deutschland so ein bisschen gesellschaftliches Fett angehäuft hat? Also dass wir im Endeffekt einfach halt aus dem Wohlstand von davor alle sehr bequem geworden sind oder halt die Nation als solche. Und dass man, sage ich mal, jetzt halt, ich sag mal, guck mal, wenn ich reich bin, ja, und auf der Cocktailparty dann mit irgendwie angebe, wie ich jetzt irgendwelche neuen fancy Sachen ausprobiere und das als neue progressive Werte predige, ist ja okay, also wir sollen ja probieren und wir sind ja, wie wir gesagt haben, im Wandel und es gibt immer noch sehr viel Ungerechtigkeit auf der Welt und durch solche Experimente und solche Gespräche führt es ja auch dazu, dass man vielleicht die ein oder andere Sache aus dem Weg räumt. Aber auch nicht jeder Gedankenfurz, den ich predige, ist zwangsläufig gut. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Scheiße predigt, wenn es einem zu gut geht, mehr wird. Nehmen unsere politische Ausgangsposition. Ich hatte mit Gysi ein Interview im Bundestag und da war der Kernsatz letztlich von mir: Jeder sechste Deutsche lebt unter, an oder leicht über der Armutsgrenze. Was ist los? Wir reden bald über 15 Millionen grob Menschen. Das ist komplett Versagen. Das wird ja mehr, oder? Ja, natürlich wird das mehr. Nenne ich den Bananenrepublik-Effekt. Die Dichte bei den Reichen, die wird sich vielleicht noch etwas aufbauen. Der Mittelstand schrumpft und dann Bereich, der wird immer größer. Aber es ist einfach die Systematik der Macht.
Es ist immer ganz schwer für die, die in der Macht sind, das Entscheidende ist, in der Macht zu sein, die Macht auszuweiten und somit das Vermächtnis zu schaffen. Und wir haben jetzt natürlich auch ein hohes Ablenkungszeitalter. Die neuen Mächtigen, Supermächtigen, teils mit Gottkomplexen, ob das jetzt Bezos ist oder Gates oder die Google-Gründer, das ist eine gewisse Allmacht. Ja, ja, so Technologieunternehmen ersetzen die neue, also so eine Art neue Religion. Genau, und dann kommt die Armeelobby, Militärlobby, sagt, wir brauchen Krieg, liefern mal, die Waffen werden redundant, wir müssen hier echt mal wieder was machen. Da, die sind ja auch unglücklich, weil sie nicht mehr so mächtig sind wie früher, weil die Tech-Giganten die Macht sind zurzeit. Die spielen mit ihren Finanzeliten und haben die Politik als Erfüllungsgehilfen. Wer kümmert sich einen Dreck um die Jugend? Kleine Statistik. In der Corona-Krise bei Jugendlichen, laut Uni Krems und Wien, ist die Häufigkeit von Suizidgedanken, die Häufigkeit von Depressionen teils zwischen 500% und 1000% gestiegen. Andererseits haben wir ein gutes Beispiel in Schweden, da ist das nicht eingetreten. Oder wir nehmen den Staat Florida, gar keine Lockdowns, keine höhere Übersterblichkeit als Kalifornien, New York. Ich möchte gar nicht das Impfthema gehen, aber es fühlt sich an, ich habe auch diese These aufgestellt, ein gewisser Chaos ist gewollt. Mhm. Ihr seid, oder ja, wenn man es nicht versteht, ist man ein Spielball. Mhm. Die Zeit, mit der das abgeht, die ist schneller. Ja. Es ist noch schwerer zu verstehen und die Ablenkungen sind viel größer als in meiner Jugend. Das heißt, wenn ihr das checkt, dann fangt ihr an, das Spiel zu eurem Vorteil zu spielen. Und das ist der Bingo-Moment für einen aufstrebenden jungen Mann, eine aufstrebende junge Frau oder ein aufstrebendes S, ja, sich dieses Klima eher zum Freund zu machen und nicht zu diesen Aufgebenden zu gehören. Mhm. Ja? Weil die werden ja letztlich deskaliert. Die sollen das machen, was man ihnen sagt. Diese Woche ist es MeToo, davor war es Black Lives Matter, jetzt ist Kill Putin, ja, und was immer. Das ist so Vogue. Das ist Vogue, das hat aber in der Summe keine Substanz, weil es x-beliebig austauschbar ist. Ergo, in einer umtriebigen Zeit. Nur kurz, dass ich es verstehe. Also quasi so dieses lautstarke Mitteilen von halt Werten im Endeffekt. Also jetzt zum Beispiel die drei Sachen, dass du quasi sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Wertebewegung und dann damit stelle ich die Leute so ein bisschen ruhig, weil sie das darüber sprechen. Sie sind damit beschäftigt. Okay, erstmal. Interessant. Und die Frage, die ich dir zurückstelle, und das ist eine schwere Frage. In unständigen Zeiten, ich nenne das teils schon Anzeichen von Chaotik, ja, gesellschaftlich und wirtschaftlich sowieso. Also mit Chaotik meinst du quasi, jetzt passiert eine Kleinigkeit und zwischen Input und Output ist, also du kannst nicht mehr vorhersagen, was passiert, wenn du noch eine kleine Sache veränderst. Eigentlich kannst du es schon vorhersagen, das sind deterministische Faktoren, aber ich möchte hier keine Mathe-Vorlesung machen. Und man kann das auch ganz gut einordnen, aber durch die Bewegung entsteht eine riesige Chance. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja? Das heißt ja, dass die Berufsperspektiven eher hoffnungslos sind. Mhm. Aber wenn ich einen Elektriker kenne, der hat zwei Mitarbeiter, dann ergibt sich im Mittelwert ein Nettoverdienst für den von 6.000 Euro im Monat nach Steuern. Boah, Chapeau. Rat mal, was passiert. In allen möglichen Branchen, ob das jetzt Bauleitung ist, teils Ingenieurwesen, also Oldschool eher so ein bisschen, aber auch diese Sektoren wandeln sich, sterben die alten Meister aus. Ja. Der Bedarf... Was sehr besorgniserregend ist. Ja, aber das ist doch eine Chance, Mann, wieder. Also ihr müsst genau... Ja klar, jeder will Rapper werden und du kannst jetzt als Maurermeister Fat Cash machen. Du verdienst mehr als Maurermeister, als der lokale Sparkassenleiter, der sowieso wegrationalisiert wird. Oder der Notariatsassistent, ja. Oder der Buchhalter, das kann man alles automatisieren. Und wenn, ich muss nur schauen, dass ich meine Passion mit der Marktlücke verbinde. Mhm.
Dann komme ich karrieremäßig hier blendend durch. Amen, also das kann ich nur unterstützen. Also ich finde das sogar super, super lustig, weil du merkst, dass man hat wie so ein, ja wieder hier, jetzt Schwarmdummheit ist das falsche Wort, aber man hat, sage ich mal, so einen kollektiven Irrglauben und man sucht sich so, wir hatten ja diesen Bias, dass wir sagen, ja, studieren ist besser als alles andere. Und dann studierst du halt Dinge, die, wo ich mich frage, also was musst du jetzt hier studieren, um diesen Job ausführen zu können? Und dann wiegst du dich halt so in der Illusion von Sicherheit, dass du jetzt, keine Ahnung, irgendwo, ich möchte jetzt nicht wertend sein mit Jobs oder so, aber was man halt schon gesehen hat, ist, dass, sag ich mal, diese ganzen Lehr- und Meisterberufe, sorry, ich habe jetzt keinen besseren Begriff dafür, dass die Leute sagen, ey, das braucht man ja nicht mehr, das will ich nicht machen, das ist ein Job niederer Art und so. Aber riesen Denkfehler. Ja, ja, ja. Wenn man sich mal mit Baumaterialien beschäftigt intensiv, das ist ziemlich Hightech. Ja, wir hatten früher mal Bleirohre, dann hatten wir Kupferrohre, jetzt haben wir Kunststoffrohre. Und diese ganze Verdrahtung ist Hightech. Du redest mit deinem Haus, dein Haus wird ständig beobachtet. Du kannst das energieeffizient gestalten, du kannst es zur Solarfabrik machen, du kannst es zum Profit Center machen, eventuell auf Basis der Dachfläche. Verdammt nochmal, eins kann man sich aber nicht absparen, sich selber weiterzuentwickeln, das heißt aber auch nicht nur als Mensch, sondern auch im Wissen. Und wer dazu bereit ist, und das als, es geht ja um die Lebensphilosophie, Tim, wer dazu bereit ist und Freude hat, und das ist ja auch super, dann bleibe ich doch nicht stehen, dann bin ich nicht Biden, der einen Spiegzettel braucht, ich muss mich jetzt auf hinsetzen und jetzt muss ich erstmal Leute Kaffee, begrüßen. Kaffee, damit er nicht pennt in der Sitzung. Ja, also das ist nicht unbedingt die optimale Führungsdynamik. Und deswegen entstehen natürlich auch dort wiederum Lücken. Ja? Die ballen sich ja teilweise selber aus dem Spiel, weil sie zu lange an der Macht waren und nicht mehr im Tisch. Aber auch keine gesunde Konkurrenz mehr. Also der Konkurrenzmechanismus ist ja erstickt. Teilweise, natürlich. Ich sagte ja vorhin, wenn eine Partei an der 5%-Grenze kaut, die eigentlich 15% haben müsste, dann sind sie zu weit von dir oder von jemand anders, der das diesen Beitrag sieht und kritisch kommentiert, sind einfach zu weit entfernt. Die sind nicht mehr berührbar. Die laufen mal auf eigenem Agenda, sind so isoliert von Krisen in der Corona-Krise. Lass ich mir einfach einen fetten Bonus zahlen. Wunderbar. Und ich mache einen Maskendeal oder ich mache 10 Maskendeals und kriege jetzt sogar noch einen Abklatscher vom Gericht. War alles in Ordnung. Unsere regierende Bürgermeisterin in Berlin hat ein Plagiat. Das ging früher nicht. Deswegen ist Gutenberg immer rausgebollert worden. Also auch der moralisch-ethische Ansatz ist verwässert. Wie messe ich eigentlich den Erfolg oder die Kompetenz eines Politikers? Also ich verstehe das bei vielen Sachen, aber das verstehe ich bis heute noch nicht. Also woher? Kann man. Also je nach Bereich. Zum Beispiel nehmen wir die Performance, wirtschaftliche Performance des Saarlands. Mhm. Und es war ja mal eine sehr aufstrebende Region, war durchaus gut situiert. Und man sieht diesen Werteverfall wirtschaftlich. Also da wurde einfach unvorstellbar schlecht gewirtschaftet. Das ist nicht nur Lafontaine, das sind andere Generationen. Oder nehme die deutschen Städte, die ein ausgeglichenes Haushaltsbudget haben. Die gibt es tatsächlich, die gut wirtschaften, die geringe Arbeitslosigkeit haben, die ein sehr überdurchschnittlich gutes Bildungswesen haben, die überdurchschnittlich gut wachsen im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Verstehe. Die wehren sich natürlich, da so viele Underperformer sind, wollen die gar nicht auf so eine sachliche Diskussion eingehen. Ja? Für mich ist entscheidend, du sagtest das Kennwort Erfolg. Bei uns ist es so, dass laut OECD-Statistiken es 6. Generation dauert, bis jemand aus der wirtschaftlichen Unterschicht in die mittlere Oberschicht kommt. Wie viele Generationen? 6 Generationen. 6. Das sind eigentlich 120 Jahre. Man kann die Zahl auch noch mal kurz drehen und sagen, die Chance, dass du das schaffst, ist 1/6. So kann man es auch sehen. Ja? Also 16,66%, 667%. Das ist nicht gut. Ja? Wir sind da gibt es einige zentralamerikanische Länder, also sehr arme Länder oder Karibik, die sind besser. Ist das ein relatives Maß oder ist das ein absolutes Maß? Also ist das so, dass quasi ich zwangsläufig immer jemanden unten haben muss? Oder sagst du, nee, das ist jetzt eine Armutsgrenze, die ab X Euro Realeinkommen. Nein, das ist absolut, weil wir nehmen im besten Fall einige skandinavische Länder. Das ist einfach die soziale oder die wirtschaftliche Mobilität. Wird immer nach denselben Mustern berechnet.
Und da, wie hoch ist die in Deutschland im Vergleich zum Rest? Also wir sind, wir brauchen 6 Generationen. Es gibt Länder, da braucht man 9. Oh, wo ist das? Ja, das wirst erschrecken, aber Amerika ist ungefähr bei 7,8. Amerika, das Land der großen Opportunitäten, ist noch schlechter als wir. Boah, ich finde dieses Maß an soziale Mobilität zu messen, ist schon krass interessant. Je weniger Bewegung, desto beschissener. Genau, und dann kommst du wieder auf den Bildungsdreh. Und es geht ja nicht, dass wir alle gleich sind. Wer performt am besten? Die skandinavischen Länder. Die sind ungefähr bei 3 und 4. Also das ist in unserem Weltspiegel ist das natürlich weltmeisterlich. Wir sind so eher so dritte Bundesliga oder Regionalliga weltweit damit. Aber wieso, also was ich nicht verstehe ist, wieso gucke ich mir nicht einfach an, was Gesellschaften ausmacht, die sehr gut performen, und kopiere deren Modelle und integriere die weiter? Lass uns doch einfach in das Politikerversagen gehen. Wir haben 194 Länder. Ich nehme mir die besten Ausbildungsmodule wahrscheinlich aus Korea, Hongkong, Taiwan, gemischt mit den skandinavischen, ja, und kanadischen. Was die soziale Mobilität betrifft, auch die Gleichgerechtigkeit der Gender, da ist Skandinavien führend. Haushalt, wie ich meine Wirtschaftsleistung darstelle, kann ich ruhig mal mit dem linken Auge auf Vietnam schauen, die sich unvorstellbar stabil und gut entwickeln, ohne soziale Unruhen, ohne diese furchtbaren, das heißt Gini-Koeffizienten, diese Ungerechtigkeit beim Vermögen und beim Einkommen. Das ist genau der Ansatz. Das nennt sich, es gibt so einen Begriff dafür, Tim, der heißt BIP, Best Industry Practice. Und das ist ein Begriff, fragen wir doch mal 100 Politiker, dass sie uns den definieren und anhand von Beispielen darstellen. Und du wirst einen großen, leeren Blick bekommen. Weil der durchschnittliche IQ der Politiker ist nicht in allen Fällen deutlich überdurchschnittlich. Und wenn ich gut reden kann, heißt das nicht... Du bist verrückt, ich weiß nicht. Okay. Wenn ich gut reden kann, heißt das noch lange nicht, dass ich gut umsetzen kann. Ja? Und das, die Leistung wird nicht bemessen. Aber sie ist leicht zu bemessen, Tim. Ja, krass. Ja? Aber woran liegt das? Also ich meine, das Schöne an Imitation, also Imitation, ich komme jetzt aus der Biologie, Imitation ist ja... Der schönste, sage ich mal, Intelligenzüberbrückungsmechanismus, den wir haben, weil ich muss ja gar nicht verstehen, ich sehe, das funktioniert, also mache ich es einfach nach. Also wir sehen dann, sage ich mal, ein Stolzgeficke, nenne ich das jetzt mal, weil es halt nicht unserer Originalität entspringt, aber wir sehen es ja in China. Also aber ganz kurz, ne? Also das, was die Chinesen heute machen, das hat Deutschland früher gemacht. Genau. Also das ist ja auch eine Zyklik in den Sachen. Ist nichts Neues. Sie haben es teilweise von uns, Leute. Das heißt MK Ultra unter anderem. In der Breite. Ja? Aber wieso gestehen wir uns das nicht ein, haben ein wenig Demut und sagen, ey, es gibt Orte auf dieser Welt, da funktioniert das besser, und lassen diesen ganzen, das ist jetzt leicht zu sagen aus meiner Perspektive, ne? Warum machen wir das nicht einfach so, damit alles besser? Aber das ist doch schon, sage ich mal, relativ einfach verständlicher, solider Weg, also zu sagen, was sind die KPIs, ich rank order die und guck, wo es am besten, und mach's nach. Pass auf, ich würde jetzt meine Frau zitieren, wenn ich das selber sagen würde, wäre das zum Beispiel kopiert. Ja. Ja. Es ist wahrscheinlich eine gewisse Potenzierung der Narzissten, Soziopathen, Psychopathendichte, der selbstgefälligen, vieler Freien in der Gesellschaft. Die war... wahrscheinlich viel niedriger, also das war mehr Demut, und jetzt finden sich alle ganz toll, ja, und können keine Fehler eingestehen. Interessant. Ja, und wenn du keine Fehler eingestehen kannst, dann hast du keine Lernkurve, also wirst du wieder in der Sklerose landen, die ich vorher angesprochen habe, und in der Bestandhaltersituation, oder die Bestandhaltersituation ist der Tod auf Raten. Mhm. Also diese ganzen Kreise, die schließen sich und ergeben unvorstellbar viel Sinn. Aber auch gleichzeitig, wenn alle anderen sklerotisieren, was passiert mit denen, die es nicht tun? Das sind die neuen Macher der Zukunft. Mhm. Wenn die anderen pennen, ja, seid doch nicht unglücklich darüber. Wenn sie euch das Leben schwer machen oder schmerzen wollen mit ihrer Behäbigkeit, dann sind die schon komplett verfettet hier oben und im Körper. Dadurch ergibt sich die beste Chance aller Zeiten. Wenn ich es will. Ja. Das ist schon verrückt.
also ich kann das nur unterschreiben. Ich finde es nur, extrem frustrierend zu sehen, wie so, dass halt zum Beispiel Selbstgefälligkeit an der Spitze, ich will das jetzt auch nicht so generalisieren, ich glaube auch, dass viele Leute das selber gar nicht verstehen, die diese Probleme haben. Ich muss mal kurz reinschneiden, ja? Wie kann das überhaupt entstehen? Das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Aber ist das nicht auch typisch, dass sowas entsteht? Natürlich ist das typisch, das ist immer die Spätphase von abgenutzten, sklerotisierten Gesellschaften. Aber nehmen wir doch mal den Demokratieprozess. Wie hat denn Ursula von der Leyen bitte gewählt als mächtigste Person innerhalb der EU? Das war ein Shake-and-Bake-Deal mit Macron und Merkel. Gewählt für den Posten war ein Herr Weber von der CSU, glaube ich. Mhm. Wie viele Entscheidungen werden mittlerweile getroffen von Menschen in der Weltgesundheitsorganisation oder in der Zentralbank, im Weltwirtschaftsforum, die überhaupt nicht gewählt sind. Also die Machtgeilen, die noch mehr Macht haben wollen und die anderen, die ihre Macht halten wollen und auch nicht relativ weniger haben wollen, die sind immer daran interessiert, den Menschen aus dem diese Demokratie letztlich zu verhindern. Weil das wäre ja schlimm. Stell dir mal vor, unsere 1,5 Millionen Follower würden sagen, genug. Ja, ja, ja. Und es gibt noch 10 andere. Du hast ja mit Christian Lindner gesprochen. Mhm. War interessant für mich, das zu sehen. Und dann gibt es noch 10 weitere. Auf einmal stehen da 15 Millionen potenzielle Wähler. Change. Showtime. Authentisch, richtig, ehrlich, kein Blatt vor den Mund, keine Verblödungskampagne. Und es ist möglich, dass das passiert, Tim, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Weil es wird so eingepeitscht auf die Leute, die werden so belogen. Ja, also die Unzufriedenheit wird nicht weniger. Genau, und dadurch entwickelt sich auch wieder eine Chance. Sonst würden wir ja, hätten wir das Rad nicht erfunden, okay, irgendwann. Klar. Ja? Aber passiv geht nicht. Dumm sein. Und die Augen zuzumachen wie so ein Pferd mit Scheuklappen, das geht nicht. Dann seid ihr auch schon tot. Ihr seid Opfer und ihr seid nicht agierend. Was ich immer so eine funny Statistik fand, ich glaube, 4% der Bevölkerung reichen organisiert, um den Staat zu putschen. Jetzt sollen wir keine Putschgedanken in den Mund legen. Ich finde es aus diesem Machterhaltungs... In Russland waren es 40 Bolschewiki, es waren 40 Menschen. Ja. Was ich interessant fand, also es sind zwei Mechanismen, also es gibt so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Wisdom of Crowds Effekt, also hat so ein Mathematiker vor über 100 Jahren quasi ein ganzes Dorf versammelt und die haben das Gewicht von einem Ochsen raten müssen. Aber die mussten unabhängig voneinander ihre Schätzung abgeben und durften sich gegenseitig beeinflussen. Der hat irgendwie 1098 Pfund gewogen und der Durchschnitt der gesamten, also der Schätzungen der Dorfbewohner war 1200 Pfund. Und das ist so ein ganz interessanter Average-Effekt, wo man dann so gesehen hat, oh, interessant. Ne? Also der fantastisch so, teilweise. Genau, der so eine Demokratie irgendwo begründet. Jetzt hast du aber einen zweiten Effekt und das ist Popularität als Selbstverstärker und als entscheidungsverzerrenden Effekt. Wenn jetzt zum Beispiel du etwas sagst und ich jetzt direkt danach dir entweder widerspreche oder dir befürworte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leute dasselbe tun, ungefähr 30% höher. Und also wenn ich quasi schnell auf etwas reagiere. Und da hast du, sag ich mal, diese Popularität zu nutzen, um auch, sag ich mal, also du hast quasi wie so eine Potenzierung des Biases dadurch. Der Verzerrung, ja. Genau. Und da finde ich, was ich da jetzt ganz spannend finde, ist, also um deinen Punkt sozusagen zu stützen, ich habe das Gefühl gehabt, dass das jetzt so ein bisschen in so eine Richtung verlaufen hat, die keine richtige Richtung war und dass das so ein bisschen wie so ein Automatismus getragen worden ist vom, ich will es nicht den alten Medienapparat nennen, aber du weißt, was ich meine. Natürlich. Und jetzt so langsam beschäftigen sich Leute damit und dann finde ich das auch durchaus realistisch, dass man sagen kann, okay, wir werden diesen Wisdom of Crowds-Effekt nicht mehr haben, weil wir haben einen hohen Informationsaustausch, wir können ihn nicht mehr kappen und unabhängig voneinander machen. Aber wie kann man jetzt das ordentlich benutzen, um wirklich, sag ich mal, die richtigen Fragen einfach zu stellen. Also einfach nur kollektiv Fragen zu stellen, damit man eben das positiv beeinflussen kann. Es gibt diese sogenannte aufklärende Funktion, die hat so Märtyrerzüge. Es gibt ja
Tausende von Influencern, die sich in diese Polarisierung haben leiten lassen, die sind dann komplett einseitiger. Die sehen ja, die sich dann so St. Martinshaft inszenieren und ich bin für die Leute und so irgendwie so 50% ist, was für ein guter Mensch die doch sind. Und das ist auch, also ganz schlimm. Gehen. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich das Menschliche. Aber das Menschliche, Tim, das ist auch das, gewissermaßen das Verständnisvolle, dass wir auch einen guten Dialog führen können, ja. Ich denke nicht, oh Gott, der weiß nichts und du denkst, der ist komplett verkrustet, weil er über 60 ist. Ja? Nein, also ich sag's dir ganz ehrlich, Florian, ich finde es teilweise übel verrückt und interessant zuzuhören, weil du hast manchmal Zusammenhänge, da braucht man ein bisschen Geduld, um zu checken, worauf du eigentlich hinaus willst, aber dann auch, sag ich mal, die Metriken und wie du deinen Gedanken aufbaust, schon extrem interessant. Also du bist schon sehr kreativer Denker. Also so empfinde ich das zumindest. Ich kann es jetzt nicht prüfen, aber also ich finde es übel interessant. Danke dir. Aber dieser Crowd-Effekt, der bleibt noch. Also, na klar, gibt es so viele Informationen, teilweise kontra, gegen, sehr einseitig immer, nicht in der Mitte mit These und Antithese, das ist das Gesunde. Also, man wird komplett zugeballert mit einseitigem Zeug, sondern hört mal anderes einseitiges Zeug. Also, erstmal die Objektivität, und das finde ich auch gut an deinem Kanal, er ist divers. Ja, du hast nicht immer dieselben Leute, die dieselben Meinungen haben, oder die Basher, oder die systemkonform. Halleluja. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und die Menschen wissen eins. Du wirst es ihnen nie wegnehmen können. Außer du baust ihnen Chips in die Birne und machst Cyborgs aus ihnen. Du wirst es ihnen nicht wegnehmen können. Sie wissen, was inhärent wissen sie, dass was nicht stimmt. Sie wissen, dass sie irgendwie vorgeführt werden im Unterbewusstsein. Genauso wissen sie aber, dass sie nicht vorgeführt werden oder dass an der Sache was dran ist. Und desto plastischer wir werden und desto fremdbestimmter und technologisierter wir werden, deswegen ist das Authentische, das ist die Marktlücke. Oh, ich finde das gerade, kriege ich fast Gänsehaut von dem, was du sagst, das ist sehr interessant, weil du hast im Endeffekt quasi, du hast der Amount of Information, also die steigt. Overflow. Wir haben wirklich einen sehr, sehr krassen Overflow an Informationen und du als Mensch kannst ja davon auch nicht mehr entkoppeln. Heißt, so ein bisschen, wir sind als Gesellschaft so ein bisschen, haben die Bremse deinstalliert und es geht immer schneller und schneller und schneller. Und das, woran du dich halten kannst, ist also genau das. Also ich zum Beispiel kann jetzt vielleicht nicht allem folgen, was beispielsweise du sagst oder so, aber ich muss irgendwo vertrauen und dann muss ich, sage ich mal, so sekundäre Marker festmachen. Deine eigene Körpergeruchs visuelle Intelligenz ist fast besser oder ein Immunsystem. Wenn was nicht chemisch stimmt, dann sagst du, oh fuck, ich habe ja dein Interview mit Gerd Postel gesehen. Aber ich sag, der Typ ist für mich nicht ganz in Ordnung. Ja? Ja. Da muss ich versuchen, an dir aufzubauen. Das ist, fand ich irgendwie kindisch, ja? Anstatt einen Wissenstransfer zu schaffen. Und diese natürliche Intelligenz, die hat jeder von uns. Genau, diese Intuition, die hat jeder. Die ist super. Ich habe die sehr spät erst kennengelernt. Ich war numerisch, aber ich arbeite damit und bin viel glücklicher, weil ich kann den Lärm leichter ausgrenzen. Ja? Und desto mehr Menschen in diese... Aber wir müssen versuchen, wirklich objektiv zu bleiben. Das ist der Logos. Wenn wir den Logos, also diese richtigen logischen Abläufe, ich höre mir den an, ich höre mir den an, hier sind Informationen, ich bilde mir nur Meinung. Ich folge keinen falschen Propheten. Das ist der Logos. Und dann haben wir noch diese wunderbare Intuition. Und der Logos wird gesteigert durch Wissensbegierde. Das fand ich einfach geil in unserem ersten Gespräch. Also ich hätte es nicht erwartet, dass du so mega interessiert bist, dass wir uns ziemlich teils esoterisch Details unterhalten konnten schon. Ja? In unserem ersten Gespräch. Fand ich interessant. Ja, ich finde es super. Das habe ich echt nicht angenommen. Ja? Also auch nicht viele Leute in meiner Generation interessieren sich dafür, okay? Und diese Kombination. Auch nicht in meiner. Genau. Deswegen ist es wahrscheinlich so gewesen. Ja, das war sehr frisch. Und diese wunderbare Gesamtheit. Mensch für Mensch. Das berührt. Das überzeugt. Und das ist die Zukunft. Ich habe eine Frage dazu. Ja? Und zwar, hast du das Gefühl, dass das Gesellschaftliche, das Soziale so ein bisschen entkoppelt ist vom Wirtschaftlichen, also dass wir das so ein bisschen umgedreht haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie so eine Timeline habe, wann welches System aufgebaut worden ist, dann ist ja sozusagen dieses System nach dem Evolutionären, ist das Soziale oder ist sehr, sehr stark miteinander verwoben. Und dann haben wir die wirtschaftliche Ebene ja draufgebaut.
Und ich sag mal so, das Wirtschaftliche ist entspringt aus dem Sozialen, und das Soziale ist, sage ich mal, die notwendige Bedingung, damit das Wirtschaftliche überhaupt funktionieren kann. Ja, sonst wird es eine ganz üble Geschichte, wenn das rein Wirtschaftliche das Soziale bestimmt. Ja. Jetzt habe ich aber genau dieses Gefühl gerade, weil du sagst gerade, das Menschliche muss in den Vordergrund gehen. Und ich zum Beispiel finde das, ich sehe das genauso wie du, aber ich empfinde das gleichzeitig irgendwie als, ich sag mal, wenn ich jetzt den Standard-BWL-Studenten nehmen würde, der würde das wahrscheinlich antizyklisch und verstehst du, was ich meine? Natürlich, aber das ist ja das Wunderbare an den Marktlücken. Ja? Ja, wenn alle sich an ihrer Funktionalität hochstilisieren. Mhm. Wie funktional bin ich? Ja. Wie fleißig bin ich? Ja. Wie gut kann ich in der Uni oder im Abi auswendig lernen? Ja. Dann bist du schon inhärent im Durchschnitt. Du kannst gar nicht mehr frei denken, kannst nicht mehr differenziert denken. Du plapperst nach, du stimmst Sachen zu, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und du bist letztlich fremdbestimmt. Ja. Das gewisse Unorthodoxe, out of the box, was ich hier kommuniziere, über was wir gerade reden, authentisch, ehrlich, Fehler zugeben. Ja. Dazulernen. One human being at a time. Gerade weil es nicht mehr so en vogue ist, ist es die Zukunft in einem akzelerierten Zeitalter. Weil das Bedürfnis, das Verlangen danach kocht doch in jedem Menschen, sich zu fühlen, zu lieben, zu geben, sich zu entwickeln. Das wirst du nicht wegbomben können durch Funktionalismus. Und dann bist du als Mensch, wächst du und wirst komplett. Und funktionierst sogar noch besser. Also so könnte man das wirklich auch sagen. Du funktionierst besser, aber entscheidend ist es, du bist glücklicher. Ja. Und du trittst selber in Aktion, du checkst, was für Spiele hier ablaufen auf deinem Rücken, in deiner ganzen Generation Z, X, Y, Z. Ja. Kennst du besser als ich. Ja, klar, das ist demografische Sachen, die muss ich verstehen. Das ist ein enormer Lichtblick in deiner Persönlichkeit, in deinem Karriereweg und, was ganz schwer ist mittlerweile, das richtige Wertesystem zu finden. Aber das ist alles auf dem Tisch. Es steht alles auf dem Tisch gerade. Holt es euch. Aber da habe ich jetzt eine Folgefrage dazu. Und zwar, ich persönlich habe das Gefühl, dass, also man könnte sich jetzt mal, sag ich mal, diese 7 biblischen Todsünden quasi als Beispiel rannehmen. Und zum Beispiel sagen jetzt, keine Ahnung, Lust, Sexualisierung, Social Media. Mhm. Und dann nehmen wir Gier, haben wir auch gerade gesprochen, mit der Macht, die zementiert wird. Also man kann das ja alles jetzt, sage ich mal, komplett runtergehen. Und was ich mich da frage, ist, ich habe da manchmal das Gefühl, dass wir uns selber einreden, dass wir, oder nehmen wir Eitelkeit und jetzt Narzissmus oder so, aber ist ja auch zum Beispiel in meiner Branche, wenn du gut aussiehst, dann funktioniert das besser. Und wir stellen, sag ich mal, all diese, also wir beten so ein bisschen gefühlt das Geld an, sorry, dass das jetzt so ein bisschen mit Dingen mische, aber das ist so das Gefühl, was ich habe. Wir beten das Geld an und dann rationalisieren wir uns, wieso es in Ordnung ist, immoralische Sachen zu nehmen und das sogar notwendig ist, mit Immoralität Geschäftsmodelle aufzubauen und dass wir das als Gesellschaft schon irgendwo akzeptiert haben und dass wir in der Unternehmensbilanz kommt zwar Profit raus, aber jetzt hatten wir diese Suizidrate beispielsweise. Also ich meine, die Bilanz muss ja gesamt ziehen. Verstehst du, ich kann ja nicht die Bilanz in meinen 4 Wänden hier ziehen, sondern ich bin ja verwurzelt. So wie ein Baum habe ich einen Austausch an Nährstoffen und allem mit meiner gesamten Umwelt. Ich will jetzt hier nicht esoterisch werden oder so, aber ich glaube, dass da auch manchmal Esoterik vielleicht so ein Realm oder ein Raum der Zusammenhänge ist, den wir noch nicht so wirklich verstanden haben und halt einfach nur bildhaft dafür ist. Und ich glaube, eben zum Beispiel jetzt so eine Sozialbilanz zu sagen, okay, ich verdiene jetzt Geld in meinem Unternehmen, aber habe sozialen, gesellschaftlichen, psychischen Schaden am Individuum, an der Gesellschaft erzeugt. Und ich habe hier das Gefühl auch, ich weiß nicht, ob du das so siehst, also hier stecken jetzt 2 Fragen drin in diesem langen Monolog. Die erste Frage ist, habe ich hier ein bisschen zu romantische Vorstellungen und ist das einfach, die Zeiten haben sich geändert und ich werde alt und rede wie ein Geist und bin ein bisschen konservativ oder so und empfinde das falsch?
Und die zweite Frage ist, kann es sein, dass, falls das tatsächlich vielleicht so auch ist, dass dieser Schaden, der entsteht, nicht erfasst worden ist vom System, dass wir den unteren Teppich kehren und der eben auch hochverzinst sich niederschlägt in diesen, sag ich mal, Zahlen und der Situation, in der wir jetzt drinstecken? Es ist super. Was ist der gesundeste Egoismus? Altruistischer? Ja, das sind die 7 Tugenden. Pass auf, ich gebe mal ein Beispiel. Ja? Das ist jetzt wirklich fast schon metastudiert erwiesen. Also das heißt, mehr als 500, 600 Studien haben das belegt. Wenn wir jetzt zum Mittagessen gehen und da arbeitet, also ich musste nicht gerade in so einem wirklichen Laden, wo die Leute 5 Euro Cash unter der Hand bekommen. Und wir gehen da raus und wir lassen 200 Euro Trinkgeld. Und dann kannst du aus 10, 20 Metern einfach verdeckt mal zuschauen, was da los ist. Und dann schreibst du, es ist nicht vergessen, das ist Trinkgeld. Dann hast du eine 500% stärkere Emotion, als wenn du jetzt 5 Millionen Lotto gewonnen hättest. Okay? Das heißt, also was ich jetzt sagen will, wenn man jetzt der Hurerei verfallen ist und sich darauf aufwertet, dass man dieses Jahr 50 Bräute weggeräumt hat, ja, dann darf man das auch nochmal, oder jeden Tag 3-mal masturbiert, dann darf man auch nochmal sich mit den Yale-Studien beschäftigen, was das eigentlich mit deiner Psyche tut, deiner Fähigkeit, wahre Liebe zu spüren, weil du bist ja objektspezifisch aufgestellt, ficken, 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 hier, da. Aber das fühlt sich aus emotional. Ja, ganz genau. Also das heißt, was ich damit sagen will, wenn du diese... Also habe ich gehört. Ja, statistisch ist das schon ein ernstes Thema. Man kann aber schlecht Beiträge zu machen, weil sobald Pornografie hochkommt, ist bei YouTube oft aus... Ich rede da offen drüber, also ich kenne das selbst. Also ich habe lange gedacht auch, dass ich da jetzt irgendwie Frauen hinterher dackeln muss und dass ich eine Strichliste führen muss und dass das irgendwie cool ist und so, bis dann irgendwann gemerkt hast, okay, toll, jetzt hast du vielleicht viel bedeutungslosen Sex mit Frauen gehabt, aber dann, wenn da die Richtige um die Ecke kommt, irgendwie, du hast vergessen oder verlernt, dich zu verlieben. Das absolut. Ist Katastrophe. Und wenn du es dann noch irgendwie heimlich machst oder wie auch immer, allein schon in Gedanken, also will ich jetzt auch nicht wiederkommen und mich anhören wie der Bibelprediger, aber da gibt es ja auch sehr gute Untersuchungen und Studien zu, dass das auch Unzufriedenheit in der Beziehung bringt und vor allem diese Fähigkeit eben zu lieben und sich zu verlieben aushöhlt. Und jetzt musst du mal überlegen, wenn du in der Gesellschaft lebst, in der, also es ist ja wie in der Wissenschaft, ja, perverser Anreiz. Ja, du, genau. Du trainierst Leute darauf hin, also du verdienst Geld damit, dass sie sozusagen die Fähigkeit, sich zu verlieben, verlernen. Ja, ja, genau. Und aus dieser Fähigkeit entsteht ja, sag ich mal, also sind wir wieder zum Beispiel bei diesem demografischen Thema. Absolut. Warum soll ich ein Kind haben? Und dann hast du wieder, sag ich mal, diesen Selbstverstärkermechanismus, dass Leute kommen und sagen, ja, warum soll ich jetzt, ja, offene Beziehung ist besser und dann kann ich ja so viel, wie ich will und dann brauche ich aber auch kein Kind haben und so. Aber auf der anderen Seite, auf jeden Mann, der so denkt, hast du irgendwie, keine Ahnung, nochmal 2 alleinerziehende Mütter und so. Also das ist so kurz und dumm gedacht, dass das... extrem schädlich ist, glaube ich, für die Gesellschaft. Vielleicht ist es, also ich glaube, wir müssen wie so einen gesellschaftlichen Entzug durchmachen. Ja. Weil wir so ein paar Verhaltensweisen uns angewohnt haben, die zwar sehr Spaß machen können. Die machen kurzfristig Spaß, produzieren Kosten. Hohe Kosten. Ich bin Experte bei Kosten in diesem Lebenswandel, den würde ich nicht jedem empfehlen, nachzumachen. Florian Homm berechnet den Zinssatz von Pornografiesucht. Ja, wie hoch verzinst ist dieses Glück? Das ist negativ verzinst. Also das bringt gar nichts. Das hat gar keine Rendite. Und beschädigt deine ganze Liebes- und Beziehungsfähigkeit. Und du wirst nie das fühlen, was dich glücklich macht. Das Thema bei diesen, wenn du diese 7 Todsünden drehst, dann willst du eigentlich, wollen wir glücklich sein. Auch beim Geldverdienen ist so. Wenn du Life-Work-Balance, das heißt nur, dass du deinen Job hast, okay? Also wenn du jetzt was dich in dir motiviert, einen Job, eine Passion, die lebst, dann wirst du das relativ gut machen. Dadurch wirst du relativ gut verdienen. Anstatt dir zu sagen, ich muss jetzt Hedgefondsmanager des Jahres werden, ja, oder Investmentbanker des Jahrhunderts und bist mit allen möglichen Haien in der Sache und du interessierst dich selber nicht dafür, wie du gesagt hast. Du bist nicht jemand, der morgens aufgewacht und dich von Zahlen träumt, ja, und das eine natürliche Affinität ist. Ich habe eine gewisse natürliche Affinität und deswegen ist dieser Werdegang auch für mich wichtig. Deiner ist auch super wichtig, aber es schließt sich immer wieder der Kreis bei den Tugenden, ja. Genauso wie er bricht,
bei den 7 Todsünden. Und das, wir sind so meilenweit entfernt. Die ganze Community ist voll. Wenn ich kein Lambo habe bis 30, bin ich ein Loser. Ja, ich brauche fette Ringe und Goldketten. Nein, du brauchst gar nichts. Du musst auch gar nichts. Aber leb dich doch mal. Was ist mit dir drinnen? Was? Muss man überlegen, dass du als Mensch hast die Fähigkeit zu träumen. Und dein Horizont ist das. Schönes Wort. Das tut schon weh. Also wenn man sich das mal überlegt. Vielleicht tut man jetzt auch den jungen Leuten Unrecht. Ich weiß nicht, was in deren Köpfen vor sich geht. Aber manchmal wirkt es schon so, ja? Du, keine Abstraffung. Überhaupt nicht. Das Gespräch habe ich auch schon öfters mit jüngeren Männern geführt und auch mit meiner Frau. Ich musste auch da durch. Aber ich hatte auch die Phase, ja. Ja, ich musste da durch. Also es hat mir auch irgendwelche Schlaumeier haben mir das erzählt. Dann irgendwann mit Anfang 20 war meine Porsche- und S-Klasse-Phase, die waren dann irgendwann durch. Das hat mich da nicht mehr weitergebracht. Aber wenn es mir einer erzählt hätte, nee, ich möchte jetzt die Karre haben. Ich möchte damit jetzt rumfahren und möglichst auf 300 drehen, ja. Und ein paar anderen dieser Todsünden leider auch, ja. Ich sage nicht, dass man das alles durchexerzieren muss. Man kann auch schneller lernen als ich. Ich habe das sehr langsam gelernt erst. Aber du fühlst das. Und wir wissen doch auch, das weißt du doch super, für deine Generation, das ändert sich niemals, dieser Zyklus. Es wird immer diese Ablenkungen geben. Die werden wir kennenlernen. Wir dürfen es aber da nicht, wir sollten doch nicht da hängen bleiben. Wir machen es doch kaputt. Wir wissen, dass wir es kaputt machen. Ich habe da zwei Fragen. Ja? Du hast das ja durchgemacht. Also du, wie soll ich sagen, du bist ja gekommen und hast Ablenkungen gehabt. Früher und du hast Ablenkungen heute gehabt. Wie würdest du das einschätzen? Ich habe ja keinen Vergleich. Mhm. Also ich würde sagen, es ist mehr geworden. Sehr viel mehr. Aber wie siehst du das? Ist das wirklich mehr geworden oder gab es früher einfach andere Sachen, die... Du, ob das jetzt starker, unpersönlicher Frauenkonsum war, ob das Drogen waren, die verändern sich nur ein bisschen. Frauen sind auch noch wie heute. Drogen, andere verändern sich auch noch heute. Eine Erfolgssucht gab es auch schon vor 6000 Jahren. Also diese ganzen Dinger sind so alt wie die Geschichte, so alt wie die Menschheit. Das ist vollkommen egal. Aber ich habe da eine Frage. Ist der Zugang dazu, also zum Beispiel, du warst halt sehr erfolgreich und dadurch hattest du ja auch Zugang zu Frauen. Jetzt kann ich ja aber ein Mann sein, der dadurch dazu keinen Zugang hat, aber ich habe ein Handy und kann Pornos mir angucken. Also und früher, wer würde jetzt zum Kiosk gehen und sich irgendwie 7 Playboys kaufen? Wenn du attraktiv sein willst für Frauen, dann sei doch attraktiv in dir. Wenn du attraktiv in dir bist, jetzt mal beruflich, dann bildest du dich weiter, du hast eine Passion, du hast auch ein Smile auf dem Gesicht, weil du Sachen gerne machst, du hängst mit guten Leuten rum, die haben Humor, du lachst. Irgendwann kommt auch was Wirtschaftliches dazu. Frauen wollen letztlich auch einen starken Partner haben, keinen schwachen. Das ist auch schon ein bisschen geprägt. Und dann wirst du auch in diesem Zyklus Frauen. Ich meine, kein Mensch selber will ja schwach sein. Ja, natürlich. Warum wollen wir schwach sein? Wollen wir uns selber vernichten? Also das würde sich dann auch ergeben. Und man kann sich auch, wenn man scheu ist, schüchtern, kann man sich auch, es gibt auch wirklich unvorstellbar weise Leute, das ist nicht mein Spezialgebiet, die wirklich erklären, wie das funktioniert. Aber wie ist es denn mal, wenn du von dem Inneren fundiert happy bist, du wirst es dann ausstrahlen. Du bist auch keine Bedrohung für die Frau. Du driftest auch nicht in irgendwelchen Sadomaso-Porno-Seiten ab. Wie willst du denn da noch ein Gespräch führen? Ja, du denkst ja, da spielt sich ein Pornofilm ab, wenn du die küsst, ja? Anstatt überhaupt was zu fühlen. Oder man überspringt das Küssen sofort. Genau. Also, sind keine Widersprüche. Der Zeitgeist ist ziemlich egal. Das Einzige, was sich da definitiv verändert hat, die Bedröhnung ist größer und das Tempo ist schneller geworden. Ja, okay, dann, weil dieses schnellere Tempo ist schon sehr stressig. Boah, meine Kids tun mir manchmal leid und auch die anderen aus meiner Familie, die ich kenne, das ist eine schwere Herausforderung. Ja. Wie schottest du dich davon ab? Also ich glaube, diese Ablenkungen, wenn ich die jetzt definieren müsste, dann ist das ja, hast du ja vorhin gesagt, Noise oder Lärm und Signal. Und ich glaube, als junger Mensch ist das ja schon sehr, also welche Tipps würdest du da geben vielleicht auch? Weil als junger Mensch ist das ja sehr schwierig, wesentlich von unwesentlich zu unterscheiden.
Und du wirst ja die ganze Zeit bombardiert. Wir leben in der, letztendlich auch in der Aufmerksamkeitsökonomie. Absolut. Und das ist ja ein Wettrüsten um deine Aufmerksamkeit, die nicht mehr wird. Erstmal ist es schon Disziplin und differenziertes Denken. Also wenn jetzt jemand bei unserem Talk zuschaut, ja, gerade aus dieser demografischen Gruppe, sagen wir mal 15 bis 35, und nichts mitnimmt, der muss sich fragen, kann ich hier was mitnehmen für mich? Karriere, Werteskala, 7 Todsünden, Machtverhältnisse, wie läuft das, wo sind meine Chancen? Dann haben wir einen Wert gebracht. Also ich muss differenziert denken, ich darf mich nicht nur beriesen lassen. Bei uns in der Finanzbranche, im YouTube ist es so, da gibt es hunderte und tausende Leute, die alle gescheiterte Investoren sind. Die sogar noch gesagt haben vor kurzer Zeit, Bitcoin geht auf 500.000, nein, es geht auf 19.000. Das sind gescheiterte Investoren. Ich muss differenziert denken, wer redet Bullshit und wer bringt Mehrwert? Und generell kann ich 90% von dem Zeug abschalten. Dann habe ich nämlich 3, statistisch fast 4 Stunden mehr am Tag. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und unsere Generation hat ihr Leben vor der Glotze verbracht. Die haben halb so viel Fernsehen geschaut, wie sie gepennt haben. Mehr als halb so viel. Das ist auch eine Verdummung. Die Verdummung ist immer, manchmal, sie ist nur in der Vergangenheit entschleunigter gewesen. Ja. Das entschleunigt ist halt, du setzt dich hin und du entspannst und jetzt ist das eher so, oh, hier ist noch eine Gelegenheit, hier ist noch eine Chance, hier ist noch was, hier kannst du noch einen schnellen Euro machen und so. Und dazu Nein zu sagen, und das zu kultivieren auch irgendwo. Wenn du dich so viel mit Ablenkung beschäftigst, kannst du nicht wachsen als in deiner Karriere und definitiv nicht in deinem Wertegerüst und in deiner persönlichen Entwicklung. Ist doch ganz klar. Wie viele Stunden schlafen wir? Wie viele Stunden haben wir am Tag? Ich kann doch nicht die 4 Stunden verballern mit niedrig qualitativen Inhalten. Ich werde schier wahnsinnig manchmal im Internet, also im Finanzbereich, dass Menschen, die unvorstellbaren schlechten Track-Record haben, dass ihnen irgendwelche Aufmerksamkeit geschenkt wird. Du bist ja schon anders. Du bist self-made, kommst nicht aus riesig wohlhabenden Verhältnissen, gehörst meines Erachtens zu den Top 10, 20 in deinem Bereich. Ja, geil, du hast hier eine gute Villa. Wir reden über Sachen, die Substanz haben. Du zeigst es, you are that. Ich kann doch die Blender schon mal ausblenden. Das ist doch die banalste Analyse aller Zeiten. Verkauft ihr mir Blabla oder steht der für was? Wenn er nicht für was steht, dann ist er ein Theoretiker und ein Schwätzer. Wollen wir Schwätzer sein? Ungern. Ja. Naja, ich weiß nicht, worüber ich da groß reden kann, aber ich habe dazu noch eine Frage. Ist es dir, wie schwer ist es dir gefallen, als du... ich meine, du hattest ja diese, das haben wir beim ersten Mal drüber gesprochen, du hattest ja diese Realization, also dieses Aufwachen damals, du gesagt hast, ey, das mit dem Geld funktioniert nicht, ich muss nicht noch höhere Peaks jagen, das funktioniert nicht, das ist für mich nicht gut. Und dann hast du dich ja auch damit beschäftigt, weil unser erstes Telefonat, als du mir dann auch erzählt hast, als wir dann über, das haben wir geredet, Neurobiologie von Religion und Hoffnung und irgendwann weißt du ja diese Dinge. Aber jetzt hast du ja diesen Transfer zum Umsetzen. Heißt, also ich habe ja auch viele Sachen. Ich weiß zum Beispiel, es ist scheiße, morgens als erstes mein Handy in die Hand zu nehmen, wenn ich aufstehe. Ich erwische mich immer noch manchmal dabei, wie ich das tue. Und wie gehst du mit sowas um? Also wie lange hat das auch gebraucht für dich, dass du, sag ich mal, das, was du weißt, was für dich das Beste ist, vor allem nachdem du, sag ich mal, dich vielleicht 50 Jahre in die entgegengesetzte Richtung trainiert hast selber und auch, sag ich mal, dein Hirn zementiert hast in diese Richtung, gegen diese Automatismen anzukämpfen, was hier wirklich enorm schwierig ist? Also es gibt so, was eine Gewohnheit fundiert, ist diese 21-Tage-Regel. Wenn du etwas 21 Tage machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es dann sitzt. Dann musst du es vielleicht noch einmal die Woche, dann nachher einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr musst du dich daran erinnern. Also Habits formieren. Bei mir ist es so, dass ich vor circa 6, 7 Wochen entschlossen habe, mit Alkohol aufzuhören, weil das hat mich vernebelt, das hat meine Gefühle beeinträchtigt und das hat gut geklappt. Und ich muss auch nicht Social Drinking machen. Wir sind auch ziemlich lustig ohne Alkohol, das geht auch. Und das wird dann nach 21 Tagen leichter. Und das Einfache ist eigentlich, in den Spiegel zu schauen. Lebst du, und da habe ich den stärksten Kritiker in meiner Frau wiederum, lebst du wirklich
was du hier sagst. Bist du getrieben? Und wann hast du das letzte Mal 10 Tage Urlaub gemacht? Dann, ja, also kenne ich von meiner Freundin auch. Ich nenne sie immer dann Vorstandsvorsitzende der kritischen Aktionäre. Aber das ist gut. Und wir brauchen auch in unserer Partnerschaft nicht unbedingt jemanden, der uns ziemlich abklatscht. Um Gottes Willen, nein. Ja, Gott, um Gottes, wäre ja schlimm, oder? Der wahre Liebe ist, dass der sich für uns interessiert und auch mal darauf hinweist, dass wir nicht das machen, was wir propagieren, was wir sagen, was wir kommunizieren. Das hat mich auch voll überrascht, also als ich dann selber in eine Beziehung gekommen bin und so, was für ein krasser Spiegel das ist. Also das ist wie so eine zweite super wertvolle Perspektive, die ich als Mann nie einnehmen könnte. Und es erschreckt mich manchmal immer so, wie viel Weisheit dann in so einer Frau drin steckt. Also sagen dir Sachen, ich reagiere immer gleich drauf, bin trotzig und sage, ach komm, nerv mich jetzt nicht. Aber erwische mich dann 2 Wochen später dabei, wie ich den Ratschlägen dann heimlich doch Folge leiste. Genau, heimlich. Und ich zunehmen am besten. Ja. Ja. Und nicht zitieren. Alles klar. Also bin ich selbst drauf gekommen. Ja, genau. Also ich danke mich, Tim, für das Gespräch. Ich danke dir, dass du extra hergekommen bist. Voll, ja. Also sehr, sehr witzig immer, wenn du da bist. Und was ich allen Viewern mitteilen möchte, ist, dass wenn ihr eure Gemeinsamkeiten entdeckt, dann habt ihr eine Macht vor denen die alten Greisen, Machtbesitzer, Frauen und Männer übrigens, einen riesen Schiss haben. Ja. Und die ist im technologischen Zeitalter, Tim, gar nicht so schwer zu kombinieren. Wahre Worte, meine Freunde. Alles Gute. Okay. Danke dir. Danke dir. War okay. Fett. Ciao.